Servus und grüße Sie zu einer neuen Wochenwettershow für die Sport- und Vitalregion Aachensee vom 21. bis 27. Juli. Sonne und Hitze standen in den vergangenen Wochen auf dem Programm beim Wetter. Und in dieser Woche bleibt es hochsommerlich, wird aber nicht mehr ganz so heiß. Und außerdem müssen wir in den jeweiligen Nachmittags- und Abendstunden mit Gewittern rechnen. Aber das gehört ja zum Sommer dazu. Wir blicken zurück auf die Livecam Pertisau und sehen da ganz ruhig den See liegen, oben blauer Himmel, ein paar Quellwolken und genauso geht's weiter. Der Dienstag, er präsentiert sich rund um den Aachensee strahlend sonnig. Es kommen ein paar harmlose Quellwolken dazu. Das ist aber auch schon alles. Das Ganze bei Höchstwerten von 26 bis 29 Grad. Und es liegt auch eine leichte Schwüle in der Luft. Wer nicht erst die Bahn ins Gebirge nehmen möchte, um klettern zu gehen, der wird am Aachensee in Maurach fündig. Das kleine, aber feine Klettergebiet oberhalb der Lerchenwiese in Maurach erschließt sich aus 15 Touren im moderaten Schwierigkeitsgrad. Hier kommen also auch nicht so versierte Kletterer wie meiner einer beispielsweise voll auf ihre Kosten. Der Zustieg befindet sich oberhalb des Camping Karwendel in Maurach. Die Routen sind in 10 Minuten gut und schnell erreicht. Und bei uns erreicht uns weiterhin Sommerwetter, wobei es einen kleinen Einknick geben wird, gerade am Donnerstag. Da nimmt das Schauer- und Gewitterrisiko zu, überall am Aachensee, und die Temperaturen gehen bis Freitag ein bisschen zurück. Die Gewitter ziehen sich aber dann ins Gebirge wieder zurück und es bleibt sonst längere Zeit trocken. Die Mountainbike-Route Riederbergweg wird am Morgen mit einem reichhaltigen Frühstück belohnt. Vom Parkplatz der Hochalmlifte Christel-Lumm führt die Route auf der gut befahrenen Forststraße Riederberg vorbei, am Speicherteich und dann zur Christel-Lumm-Alm bis zum Riederbergstüber. Die mittelschwere Route mit gleichmäßiger Steigung bietet wunderschöne Ausblicke auf den Aachensee. Und das Riederbergstüber bietet täglich von 8.30 Uhr bis 11 Uhr einen Frühstücksservice an. Und am Sonntag wird man allerdings auf Voranmeldung von 8.30 Uhr bis 13 Uhr verwöhnt. Da ist das Frühstück quasi sozusagen der Brunch. Fahrzeit mit dem Mountainbike beträgt ca. 45 Minuten. Das Wetter von Samstag bis Montag, also sprich über das Wochenende hinaus, bleibt in diesem hochsommerlichen Trott mit ein paar Gewittern am Samstag, vor allen Dingen im Gebirge, am Sonntag dann überall, und nach diesen Gewittern kühlt es sich ein bisschen ab. Doch am kommenden Montag wird das nächste Hoch wieder für Sommer- bzw. Hochsommerwetter sorgen. Auch wenn dann und wann Gewitter unterwegs sind, der Gesamteindruck bleibt in dieser Woche sommerlich, und zusammen mit den vielen Freizeit- und Entspannungsmöglichkeiten der Sport- und Vitalregion Aachensee werden Sie auf jeden Fall voll auf Ihre Kosten kommen.